Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne Kingdom. Ja, die letzte Folge, da war so ein bisschen Holter die Polter, aber immerhin, wir haben schon mal so ein bisschen geguckt, ne, wie so das mit der Grundversorgung läuft. Ne, wo kriege ich Holz her, wo bekommt man Wasser, Kohle her und so weiter? Wie kriegt man weitere Einwohner für die für das eigene Kingdom? Was im Augenblick so im Wesentlichen so mehr oder weniger ein liegendes Mini-Luftschloss ist. So in diese Richtung. Entschuldigung, Nase juckte. Ja, und ich bin jetzt schon, also für mich ist es jetzt gerade die zweite Aufnahme. Ich bin jetzt schon durch. Ja, also nicht, weil das Spiel mich so schafft, sondern die Temperatur. Bei den Außentemperaturen aufnehmen mit Webcam und entsprechenden Scheinwerfer und so weiter, das ist eine andere Story, echt. Das ist schon ein Erlebnis. So, ich hatte ja schon in der letzten Folge kurz erzählt, ne, wir hatten ja Urlaub eine Woche und weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt hatte. Aufnahmedatum heute ist, Moment, so kurz überlegen, müsste der bin ich vollkommen raus. Egal, wir haben irgendwie einen Samstag, ist das der 13., kann das sein? Ich meine ja, Moment, ich muss gucken. Nee, heute müsste der 17. sein. Irgendwie lügt da meine Uhr da in der Ecke. Die erzählt mir irgendwie Unsinn. Egal, aber wie gesagt, so der erste Arbeitstag irgendwie nach der Urlaubswoche. Außentemperatur irgendwie direkt 32 Grad oder so in der Größenordnung. Und wir haben keine Klimaanlage bei uns im Büro. Das war ja, irgendwie so zwei Tage hatten wir so über 30 Grad. Dann war die Erholung gleich wieder sonst wo, aber nicht mehr in meinem Körper. Das macht sich jetzt hier auch bemerkbar. Sorry. Okay, wir machen einfach mal weiter. Bevor hier noch mehr. Hier los. Noch mehr rum. Da steht so groß. 17.8. Ja, logisch. Wenn man lesen kann, ist man klar im Vorteil. 0,50. Ich glaube, da passt. 0 von. Ja, wir haben genau. Das ist unsere Bevölkerung. Wir haben 11 von 150. Oha. Da geht aber hier jede Menge. Okay. Naja, wir sind ja auch noch ganz am Anfang. So, ich lade mal. Bevor ich hier noch mehr in Stocken gerate. Und weiter geht's. Wir wollten uns mit Nahrung versorgen. Das weiß ich wohl noch. Ah ja, da unten ist, glaube ich, Dickicht. Ich schicke mal meine Flieger los. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Kann ich jetzt. Nee, ich habe nicht. Na gut, wir müssen mehr Flieger irgendwie schaffen. Wie sieht's denn jetzt hier mit Einwohner hat immer noch kein Zuhause. Meine Güte, nee, wie viel Hütten soll ich denn noch bauen? Nimmt man langsam hier überhand. Frage ist natürlich jetzt, wohin damit? Ich mach mal Folgendes. Vorgehensweise hat sich bis jetzt als einigermaßen vernünftig erwiesen. Ich mach hier noch so ein bisschen Weg. Und wäre versucht. Und muss ich kurz drehen. Da einen Wohnblock anzubringen. Wenn das. Moment, habe ich jetzt da Mist gemacht. Moment, ich muss noch kurz hier ein bisschen rotieren. Ah, nee, das ist in Ordnung. Das kann so bleiben, glaube ich. Irgendwie ist das da komisch. Mein innerer Monk streikt da gerade so ein wenig. Weiß nicht genau, warum das da so seltsam ist. Ich mache das dann hier mal auch mal so rein von der Optik her. So, ob das so richtig ist im Augenblick, weiß ich nicht. Ich glaube, hier hatte ich irgendwie ein Mehr gemacht, aus irgendwelchen Gründen und hier nicht. Hab ich vergessen. Oh, ja, und ich habe vergessen umzuschalten. Das geht auch nicht. Es ist aber nur nichts Wesentliches Großartiges passiert. Ich habe hier nur die beiden Gebäude hochgezogen, da ein Stück Weg dran gesetzt, der vielleicht gar nicht hätte sein müssen. Und wir sind dabei, hier Nahrung irgendwie hochzuziehen. Ach, das ist schon alles weg. Gut. Das ist auch voll. Ja, wenn das so ist, dann sehr schön. Wir hätten. Boah, wir brauchen schon wieder Holz. Meine Güte, nee. Ach, jetzt sind sie jubelnd. Jetzt haben wir mehr Wohnblöcke, als wir eigentlich
benötigen, was nicht verkehrt ist. Das brauchen wir auch wieder dringend Holz. Was ist da hinten? Kohlevorkommen, das ist gut zu wissen. Ich bräuchte ein paar Bäume. Da sind Bäume. Da düsen wir mal hin. So, mein Freund. Hatte ich da nicht. Das Wald. Hallo, Wald. Düsen. Klicke mit der rechten Maus. Ah, jetzt tut sich da was. Ja, so. Ja, mit der rechten Maus. So. Mal so ganz nebenbei, während er da unterwegs ist, was können wir denn noch bauen? Wir können Wege bauen, wir können Wohnblöcke bauen. Im Bereich. Grundlegendes. Lager, Nahrungsspeicher. Wir hätten noch ein Lagerhaus. Moment, wir gehen mal einfach mal durch. Nahrungsspeicher erhöht die Lagerkapazität für Nahrung. Mit größeren Lagern können wir weiter reisen. Kosteten 8 mal Holz. 2 benötigt. Was auch immer. Was soll das denn sein? In diesem Fall. Auftrieb. Ah. 29 Gewicht durch Gebäude. Oh. Maximal 40 tragbar. Keine Neigungsprobleme. 1 Grad zurück, 0 Grad nach rechts. Einstadtzentrum für 40 Auftrieb. Ah. Okay. Das ist also Auftrieb. Wir haben eine ganz leichte Neigung nach hinten. Ja, hier durch die Gebäude. Wir müssten hier irgendwie was machen. So, also Nahrungsspeicher. Nahrung. Dann hätten wir die Möglichkeit, ein Lagerhaus. Kann ich hier pausieren? Ja, sehr gut. Dann könnten wir ein Lagerhaus bauen. Erhöht Lagerkapazität für alle Bauressourcen. Mit größeren Lagern können wir weiter reisen. Dann sehen wir das Gleiche. Und das Gleiche mit Wasser. Alles klar. Der braucht 8 Bäume oder 8-mal Holz. Hier wird ebenfalls 8-mal Holz benötigt. Und da werden alle 8. Wir brauchen alle 8. Okay. Und erhöhen entsprechend die Lagerkapazität. Brauchen aber entsprechend Auftrieb. Ne? Also hier gehen 2, so verstehe ich das, 2-mal Auftrieb zu verloren. Ne? Also wenn wir den bauen, dann wäre hier der Auftrieb dann auf 27. Und so geht das weiter runter. 3 und hier nochmal 2. Das muss dann auch gut überlegt sein. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht ohne. Wir nutzen einfach mal so die Zeit. Moment. Kann ich denn? Naja, so. Vielleicht wäre mit der Kamera hier, ne? Das ist echt wild. Drehen, schieben. Okay. Wir nutzen einfach mal die Zeit und gucken mal. Muss ich mich hier noch so ein bisschen einfuchsen. Die Dreherei, das ist okay. Okay, hin und rechts und links ist auch klar. Habe ich das auch gekippt irgendwie? Bis jetzt jedenfalls nicht. Muss ich nochmal schauen. Ja, die Kollegen hier, die sind im Vergleich zu anderen NPCs in solchen Spielen relativ gesichtslos. Der hat immerhin, also die Leute haben immerhin Namen. Hier ist Juwot Aschni. Der Kollege ist untätig und jubelt. Wenn ich untätig bin, jubel ich auch. Dann haben wir hier. Boah, man braucht ihn nur anzutippen. Dann bist du schon irgendwie einmal quer durchs Stadtgebiet. Ich meine, so groß ist es jetzt nicht. Ich versuche das ganz vorsichtig hier zu machen. Seht es mir bitte nach, ich lerne noch. Dann haben wir hier Ezon Sado, der jubelt auch, ist auch untätig. Ja. Wie gesagt, Namen haben die, unterschiedliche Kleidung, könnte sogar, hat er jetzt 100 Haare sein oder hat irgendwie einen Kappa auf, das kann man schon nicht erkennen. Was da jetzt was sein soll, könnten Haare sein. Aber die sind so ein bisschen unpersönlich, finde ich so. Also so, wenn die so wirklich noch Gesichter hätten. Und so alt ist das Spiel nicht, ne? Gerade mal 2 Jahre alt. Da kenne ich das von anderen Spielen ähnlicher Art. Also jetzt was so Aufbaugeschichten anbelangt. Da kriegt man das aber hin. Mag aber auch daran liegen hier, das ist diese andere, weiß nicht, wie soll man das nennen? Polygonarme Technik, dass das damit irgendwie in Verbindung steht. Keine Ahnung.
So erscheint dieser Grafikstil zumindest für mich. Ob er wirklich polygonarm ist, weiß ich nicht. Mein Gott, verdammtes Wort. Ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir. Hier sind die Flieger. Wir nutzen einfach mal die Zeit hier, um so ein paar Sachen anzugucken. So, der Hangar, der enthält 7 Flieger. Wieso kann ich da nur 6 benutzen? Sehe ich das jetzt nicht so? Naja, egal. Enthält 7 Flieger, mit denen Arbeiter zum Boden fliegen können, um Ressourcen zu sammeln und mit anderen Völkern zu interagieren. Ja, das haben wir schon kennengelernt. Das funktioniert ganz gut. Ich hoffe, ich bin hier als Klein einigermaßen gut zu sehen. Vielleicht so ein bisschen noch in die andere Richtung gucken oder so. Keine Ahnung. So. Ja. Jetzt auch die Zeit. Ich bin doch munter dabei. Irgendwie ist hier alles ein bisschen im Augenblick so von meinen anderen Mitteln so gar nicht so gut. Aber ich kann da aber für meine Steuerkonsole da neu starten. Das macht da komische Sachen. Egal. So. Ja, gut. Das war die Sache mit dem Hangar. Aber wie gesagt, wir haben. Man kann sogar die Farbe verändern. Passe Motive an. Was ist das? Sommer. Standard. Was? Festiv? Oder auch immer. Spooky. Und da haben wir jetzt nur drauf geklickt, dann hat es irgendwie direkt klack in meinem Ohr gemacht. Dann ist, war auch jetzt ein bisschen, Ach! Ach so! Das ist ja cool! Moment. Das ist ja geil. Ja. Oh, Weihnachten. Das wäre so schön. Das wäre so schön. Alleine schon wegen der Außentemperatur würde ich das so feiern. Ich glaube, ich bleibe aber spooky. Das gefällt mir ganz gut. Sehr schön. Ja, ist ja auch bald wieder soweit. Ne? Halloween ruckt immer ein bisschen näher. Das ist auch eine gute Sache, dass man da mal wieder so langsam in die Richtung kommt. Beleuchtung? Weiß? Gelb? Moment. Ja gut, Beleuchtung in dem Sinne habe ich ja hier momentan noch nicht. Ich bleib mal bei Weiß. Ein oder... auf diesen Typ anwenden. Ja, das haben wir ja gemacht. Das ist ja geil. Ja, man kann dann für jeden Typ, entweder kann man es einheitlich machen oder für jeden Typ irgendwie anders. Finde ich nett. Das ist ein nettes kleines Gimmick nebenbei. Und ja, hier halt so die Darstellung von unserem Stadtzentrum. Das Herz unseres fliegenden Königreichs. Lagert Kohle als Treibstoff für den großen Ventilator. Ventilator finde ich auch. Wäre Rotor nicht die bessere Übersetzung gewesen? Der große Ventilator. Wir und unser großer Ventilator. Der dann mit allen Auftriebsgebäuden verbunden wird, die ebenfalls Kohle benötigen. Wenn unsere Kohle jemals zur Neige geht, stürzt unsere Heimat auf den Boden. Folglich müssen wir unseren Bestand stets im Blick haben. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Liefert pro Stunde, also 40 Einheiten Auftrieb, ich nenne es einfach mal so, für 0,5 Einheiten Kohle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mit Kamera fixieren, Z, um Stadtzentrum zu ändern, also oder hier drauf klicken halt, ne, um Stadtzentrum zu ändern. Motiv, kann man wieder Motive anpassen, was ist das? Passe Luftbojen an. Das geht auch noch. Meine Güte, nee. Also Anpassungsmöglichkeiten gibt es ja jede Menge. Was schon mal nicht verkehrt ist. Na, hier sieht man auch schön, hier der große Ventilator. Was ich auch klasse finde, Moment. Sieht man das hier irgendwo? Ist jetzt im Augenblick nicht so eindeutig zu sehen, weil ich... Ah, hier. Sieht man vielleicht gleich besser, wenn ich hier wieder aus der Pause rausgehe. Die Dinger, die bewegen sich hier. Ne? So wie so Flügel. Also flapp, 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 flapp. Was ich klasse finde, weil so. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Die Dinger sind jetzt nicht so groß. Und ob das wirklich was bringt, so
auftriebstechnisch, ich habe da so meine Bedenken. Aber ist halt nett gemacht, das muss man schon sagen. So. Hauptsache, es bewegt sich was. Ja, dann sollte man noch wieder, sollte ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen was tun, damit sich auch wirklich was bewegt. Ist schon nicht übel. Ja, was machen wir? Wir hätten jetzt erstmal hier genügend Wohnraum für unsere Leute. Wir brauchen aber vielleicht das ein oder andere im Bereich Lager. Mehr geht ja auch, glaube ich, im Augenblick nicht. Nahrungsspeicher. Was ist der hier? Aktuell 28. Ich weiß jetzt nicht, warum der da dieses Ausrufezeichen hat. Lagerhaus. Achso, das sind die Bauressourcen. Der auf der 1. Ah. Das ist jetzt nicht besonders klein. Vielleicht eine Idee, das Lager dann vielleicht auch. Moment. So, ich brauche wieder Wege, ne? Sonst geht da nichts. Ah, ja, die Sache mit den Wegen. Das muss ich mir unbedingt merken. Wir brauchen immer diese Wege. So, einmal bitte da Weg bauen. Und dann, ja, durchaus hier drehen ist in Ordnung. Und dann hier Weg bauen. So. Okay. Ja, und wir brauchen Holz, ne? Das Hauptproblem ist hier im Augenblick. Ja gut, bevor ich da irgendwelche Sachen jetzt noch zusätzlich baue, sollten wir uns hier mal so ein bisschen mit dem Holz beschäftigen. Und ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit man die Kollegen hier bei der Arbeit sehen kann. Wenn die das Holz daran schaffen, was auch eigentlich die Uhr. Ja, geht noch. Geht noch. Da ist jetzt die Spinne da. Das ist ja auch klasse. Da kommen sie angedüst. Ja, also hier so die Akrobatik, die hier vollführen, ist schon nicht ohne. Finde ich sehr, sehr schön. So, wir hatten aktuell 28, 30, schon nicht schlecht. Da kann ruhig noch ein bisschen mehr kommen, glaube ich. Wasser ist schon wieder ein bisschen runter, Nahrung geht. Ist hier irgendwo in der Nähe Wasser? So unmittelbar glaube ich nicht, ne? In der Nähe? Hatten wir doch was? Hatten wir Wasser? Da bin ich mir relativ sicher. So, 42, sagt er. Ist da unten alles aufgebraucht? Oder? Nee, jetzt ist alles weg. Das ist gut. Dann nehmen wir das noch mit. Bald in der Nähe wurde abgeholzt und neu gepflanzt. Das Nachwachsen wird etwas dauern. Das ist cool, dass die das automatisch selber nach schnell nachpflanzen. Das ist sehr, sehr cool. So, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, warte mal, oder. Wir haben ja jetzt erstmal wieder die Möglichkeit. Dann würde ich vielleicht erstmal, wo war das hier? Lagerung. So ein Wasserturm. Wäre vielleicht nicht dumm. Zeigen an, in welche Richtung dann die Reise geht. Okay. Ja. Dann lass uns doch hier mal so einen Wasserturm anbringen. Ich rotiere die ganze Geschichte mal ganz kurz. Ist das jetzt hier in dem Fall egal, wie rum der ist? Ja, so ein Turm ist ja eigentlich von allen Seiten erreichbar. Tempo. Tempo. Mit jedem Gebäude, das du baust, wächst der Luftwiderstand deines Königreichs
und macht es langsamer. Ja? Um dein Tempo wieder zu erhöhen, brauchst du Antriebsgebäude. Ach du, wirst verrückt. Du verbrauchst ununterbrochen Ressourcen wie Kohle, Nahrung und Wasser. Ja? Je schneller du reist, desto schneller bist du am Ziel und desto weniger Ressourcen brauchst du unterwegs. Unterwegs ist auch entsprechend ne, sinnvoll, nachvollziehbar. Bau genug Antriebsgebäude, um möglichst dicht am Höchsttempo zu bleiben. Außerdem kannst du dein Stadtzentrum verbessern, um noch schneller zu werden. Okay, ist natürlich die Frage, wo braucht man da was hin? Ne? Gut, ich würde ganz gerne. Ich glaube, da vorne ist. Oder was heißt da vorne? Also da hinten ist irgendwo Wasser. Ich sehe da was. Ganz gerne mal so in die Richtung uns auf den Weg machen. Bis dahin dürfte der Wasserturm wahrscheinlich dreimal fertig sein bei der Geschwindigkeit, die wir ja aktuell haben. Aber gut zu wissen, ne? Dass das, meine Herren, also, ach ja, das Spiel ist schon ziemlich durchdacht. Kann man nicht anders sagen. Wegen des Luftwiderstands unserer Gebäude können wir uns nur mit 49% unseres maximalen Tempos bewegen. Baue Antriebsgebäude, um es zu erhöhen. Ein Stadtzentrum für 50% Antrieb. Oha. Oha, oha, oha. Ja, da müssen wir ran. Da hilft nichts. Cool. Das würde für mich jetzt bedeuten. Moment, ich bin mal ganz kurz. Ja, da bin ich wieder. Hallo. Würde für uns bedeuten, dass wir dann in der nächsten Folge uns zum einen darum bemühen, hier ne, unseren Wasservorrat aufzutanken, damit wir genügend Wasser haben. Nahrung geht im Augenblick noch. Listen im Fenster. Das ist auch was, was wir in der Zukunft machen. Also ab der nächsten Folge irgendwie. So, holztechnisch steht es einigermaßen, sieht es einigermaßen gut aus. Wir haben aber noch überhaupt kein... keine Lehmziegel und dergleichen. Da müssen wir auch noch ran. Baustellen jede Menge. Ja, gut. Wir werden da auf jeden Fall tätig werden. Müssen. Tun. Wie auch immer. Kann ich den irgendwie stoppen, den Vogel hier? Moment. Egal. Ich guck mal ganz kurz hier von wegen stoppen und so. Ja. Also wie gesagt, das sind alles Sachen für die nächste Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr bis jetzt hier mit dabei seid und seht mir meine etwas holprige Art im Augenblick nach. Ich leide unter der Hitze. Das ist ganz einfach so. Ja. Wird alles besser werden. Danke für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung. Bis bald. Macht's gut. Genießt die Zeit und wir sehen uns dann in Airborne hoffentlich wieder. Bis dann.